Pepsi, Schmepsi. Ach ja. Nee, Raketen haben wir nicht. Bleiben wir erstmal beim Spion. Wir sind wieder im Ranked. Und wir gönnen uns direkt eine Mine. Wir wollen hier so ein bisschen... Ja, nicht das machen, aber hey. Zack. Kann ich irgendwie... Gibt es dafür einen Hotkey? Delete? Nee. Gibt es nicht. So, ich habe Technologie nicht vergessen. Ich glaube, die produziert man eigentlich andersrum, ne? Aber egal. So. Das ist fein. Ich habe die Windturbine vergessen. Das hier wollte ich eigentlich zwei teilen, deswegen habe ich das so weird gebaut. Naja, damit da zwei Windturbinen draufpassen. Wir haben jetzt hier einen richtig hässlichen Start gemacht. Aber so schlimm wird es ja nicht sein. Die Mine passt hier nicht hin. GG. Habe ich umsonst den Bums also abgebaut. I like it. So, wir brauchen dann 800. Wir machen wieder unseren Klassiker. Batterie hat er platziert, der Junge. So. Dass ich... Doch so. Ha! Metalllager, ja, dem... Er ist jetzt auch nicht der Schnellste. So, und hier? War jetzt so nicht geplant. Sondern so quasi. Ne, ich glaube, den hätte ich einen tiefer machen müssen, ne? Hier. Ne, ist auch noch ein bisschen zu hoch. Ah, für Stability Tags. Ah, das lernen wir nochmal. Ah, fall ruhig runter. So, jetzt haben wir die Munitionsfabrik. Wir gehen wieder irgendwie auf Bomben. Müssen wir mal gucken, was wir da genau draus machen. So, und die habe ich aber jetzt gelernt. Die gehen eigentlich quasi nach hier unten dann. So, jetzt. So nämlich. So nämlich. So nämlich. Ach, nämlich. Windturbine weiterhin. Ja, ich brauche noch eine Batterie. Das hätte ich vorher machen müssen, ne? Egal. Maschinenkanone? Was ist denn eine Maschinenkanone? Maschinenkanone, okay. Vor denen habe ich erstmal weniger Angst. Metalllager. So, noch eine Mine. So, ein bisschen Echo. Dann bauen wir die halt so rum. Machen hier raus. Hallo, lassen Sie das bitte. Eine Tür. Hier raus auch eine Tür. Hier Sonnen. Hier. Ach, egal. Hallo. Hier so eine normale Panzerung raus. Und dann können wir auch schon direkt die erste Waffe reinlunzen. Ja, machen wir erst so eine. So, er bleibt immer noch bei einer Batterie. Okay, okay, okay. Ach, das dicke Ding hier ist so bescheuert. Ist absolut nicht gut, aber... Ja, er hat eine Haubitze gebaut. Ja. Gut. Ja, wegen meiner mit Hintertüren. So.
Weil das Letzte, was wir wollen, ist, von einer Haubitze abgeschießert zu werden. Warte mal. So rum war das, ne? Ja. So. Ja, das war jetzt nicht perfekt, aber dann biegt er sich ja weit genug. So, machen wir hier mal wieder Metall draus. Ach, können wir gar nicht, ne? Ja, egal, das wird schon hinhauen. Wir sagen dem erstmal Hallo. So, gucken, dass wir irgendwie hier so extra Stabilität reinkriegen. Na, das war's schon, okay. Ja gut, muss dann reichen. Was willst du machen? So, etwas höher schießen. Wir müssen ihn ja nur nerven, ne? Wir müssen ihn ja nur nerven. So, wir wollen Technologie, Smokebomben. Nee, eigentlich nicht. Wahrscheinlich wollen wir das demnächst mal bauen. Zeta, haben wir abgewehrt, den Jungen. Nee, warte mal, wo war denn die Flak? Flak war hier drin, ja. Dann machen wir das doch. Nein, warum machst du das? Dann kriegen wir hier zwei Waffen noch hin. Zwei Waffen, zwei Windturbinen, meine ich. So, er lädt nach. Warten wir mal, bis es aufgeht. Nice. Schießt einfach komplett vorbei. Ja, wegen meiner. Das passt schon, wenn wir den hier hinsetzen. Ich hab gehofft, dass er ein bisschen reinzuhieten in den Jungen, aber hat er nicht gemacht. Kann die Flak hier eigentlich hochschießen? Nee, nicht wirklich. Warum passt sie nicht? Plattform ist nicht gültig. Deine Mom ist nicht gültig. Ah, da steht er drin. Okay. Dann muss ich da demnächst auch reinheaten. So, wie machen wir das jetzt? Ist die Frage, wie machen wir das? Wie machen wir das? Nicht das. So, der war ein bisschen zu tief letztes Mal, ne? Da ist ein guter Platz. Aber da kommen wir noch nicht wirklich durch. Und mein Fort sieht halt echt kacke aus. Ich nehme das hier lieber weg. So. Und pflanze dann da eine Flak hin. So. Die Waffe ist hier ist natürlich jetzt weg. Geil. Sind wir ja immer ein riesen Fan von. Nice.
Wir haben uns gegenseitig abgeschossen. Hallo. Ach man, ich krieg nicht die Strebe da unten ran, oder was? So, brauchen wir mal ein bisschen weiter hinten. Nett. Ja, das hier ist alles nicht gut. Aber hey. Muss reichen. Muss reichen. Der Plan ist, ihn einfach jetzt mit so viel Müll abzuschießen. Dass er einfach aufgeben muss. So, wisst ihr, was ich meine? Was ist das denn hier? Macht das alles rückgängig. Ja, wegen meiner auch so. Nein, verbinde das doch einfach mal richtig so. Hä? Was ist denn sein Problem hier? Ja, die tun es irgendwie nicht, ne? Die haben nicht so die Durchschlagskraft, wie ich es gerne hätte. So, wie sieht's da aus? Der ist gleich ready. So, hier ist noch Platz. Für eine weitere Waffe, würde ich sagen. Ich komme da nicht hoch, ne? Komm da nicht hoch genug? Komme ich da vorbei? Nee. Ich könnte auch eine Haubitze hinbauen, ne? Dann machen wir das doch gleich mal. Warte mal, dass wir ein bisschen tiefer schießen. Ja. Das tat weh. Das taten wir allerdings auch weh. Aber geht. Kann ich mit leben? Wo liegt sein Shit begraben? Da, ach du Kacke. Aber er hat null Anti-Air, ne? Ja, fast null. Das heißt, der hier könnte durchaus lustig sein. So, jetzt will er schießen und jetzt schieße ich einfach zurück. Wie viel brauche ich denn? 2000. Nee, reicht nicht. Ich habe hier aber, denke ich, durchaus noch Verteidigung. Ja, mein Strom ist aktuell dermaßen im Arsch. Nice. Och, Mann. Das Spiel muss doch mal mitkriegen, dass man sowas nie will. So, wann schießt er? Will er nochmal schießen? Guck mal, das sieht schon mal gut aus. Wir wollen hier in seine Foundation rein. Da wollen wir hin. Da wollen wir hin und da nutzen wir jetzt auch alle hässlichen Tricks, für die wir haben. AKA gar keine, weil ich den nirgends platzieren kann. Komm, er ist zum Nerven da, ja?
Wir treffen einfach immer wieder die gleiche Stelle, okay? Da unten so ein bisschen rein. Die streben, halten den ganzen Kack zusammen da. Puh, das war ein nicer Shot. Ja. Schön. So, der ist einfach nur zum Nerven da, ja? Also. Oh, nice. Immer in sein Gesicht. So, wir haben die Flak allerdings verloren. Was nicht cool ist. Fair play, fair play. Fair play. Wir haben absolut keinen Strom gerade. Das Gute ist, dass er nicht angreift. Dadurch habe ich Zeit, meine Stromproduktion wieder aufzubauen. Na, ich muss aber natürlich auch... meine Stromproduktion schützen. Jetzt haben wir uns hier natürlich ein bisschen eingebaut. Aber das wird schon hinhauen. Hoffe ich einfach mal. Wie viel braucht ihr? 4000? Die brauchen 2000, das heißt... ja. Mal gucken. Ja. So sieht's aus, mein Freund. Kann ich hier unten so einen Schuss reinsetzen? Ja! Ich kann da einfach einen Schuss reinsetzen. Puh. Also ich habe so ein Gefühl gehabt, wir waren so leicht auf einer ähnlichen... ah, Chat ist deaktiviert. Wir waren so leicht auf einem ähnlichen Niveau. Er hat natürlich, also er hat viel zu wenig geschossen. Gut, ich habe ihn natürlich auch irgendwann... Ah, ist was? Ah, ist rausgehen oder was? Wie? Hilford, 18.05 Uhr? Ja, das war's. Will ich nochmal reinschauen? Also bitte. So. Guck mal. So, weil dann läuft da relativ ganz gut. Wir bauen uns beide auf. Wir sind jetzt beide nicht schnell. Er war sogar noch langsamer als ich. Ah, wir haben relativ ähnlich unsere Tech platziert. Er hatte deutlich mehr Wind, ne? Der hat seine erste Waffe... also der hat seine Haubitze ähnlich schnell rausgehabt wie ich meine erste Waffe. So. Die war leider... ich hab sie... bei Hilford muss ich dran denken, höher zu bauen. Weil alles, was ich hier treffe, ist Metall. Und er war auch nicht perfekt in dem, was er getan hat mit seinen Doors, ja? Aber deutlich besser als das, was ich gemacht habe. Obwohl, hier war es noch okay. Der Rest war dann natürlich. Na, und dann läuft das hier so ein bisschen. Er ist nie über die zwei Waffen hinausgekommen, ne? Der hat auch... also, er hat gefloatet, ne? Also... er hatte permanent Energie. Also, gut, jetzt gerade nicht, ne? Aber... später hin. So, jetzt wo ich meine zwei Dinge hier hatte. Guck mal, wie viel er... ach, keine Energie. Er schießt einfach nie. Er baut einfach mehr weirde Türen dahin. Ach du Kacke. Seine ganzen Windräder hat er gefickt. Die können ja gar nichts machen. Heilige Scheiße. Die machen ja alle nichts. Gut, ich meine, er hat trotzdem viel Energie, dadurch, dass er einfach... Millionen Batterien voll hat. Ach, das hätte es eigentlich sein müssen für ihn, ne? Wie bin ich da überhaupt reingekommen?
Ist ja so ein bisschen die Frage. Oh, er hat es genau in der Sekunde aufgemacht. Gut, war aber relativ stabil noch, ne? So, und ab dem Zeitpunkt habe ich ihn eigentlich nur noch genervt. Und immer wieder rein da. Er schießt sich, er hat die Energie. Er kann schießen, aber er baut so viel Stahl, dass er nie den... dass er nie groß angreift. Ja, und das war... das hat keinen großen Unterschied gemacht, so, weil... so... ich meine, die haben eh nichts produziert. Der tat weh. Hätte er jetzt den die Haubitze geschossen, wäre ich tot gewesen. Weil ich habe fast keine Anti-Air mehr gehabt. So, das ging quasi ins Nirvana. Stimmt, den hatte ich ja auch noch. So. Ich habe mich zu weit oben hin fokussiert. Versucht auf seine Waffen zu gehen, aber die hat er ja, also, besser geschützt als sein Leben. Und der tat dann richtig weh. Der tat dann richtig weh. Weil ich konnte lange Zeit nicht mehr schießen, aber ich habe eine Flak nachgebaut gehabt. Dadurch, dass er dann, als er Zeit hatte, endlich zu schießen. So, hatte ich zwei Flaks. So, jetzt schießt er mit seiner Haubitze. So, die kommen halt durch zwei Flaks jetzt nicht wirklich durch. So, und dann habe ich rausgefunden, halt, warte, ich kann da unten reinschießen. Hab das so leicht versucht anzuhieten und dann kam der Schuss hier. Ja, da ist alles zusammengeht, da war gar nichts mehr. Gar nichts war da mehr. Aber nice. Das war ein Game, was mir Spaß gemacht hat. Ich will das jetzt so machen, weil Forza, ich spiele ab und zu mal eine Runde in der Woche. Mache ich ja sowieso schon. Und nehme die einfach mit auf. Und mach daraus irgendwie das Montagsvideo für euch. Ne? Ich sag's mal so. Rangliste. 66% Winstreak. Perfekt. Na, wir sind 66%ige Winstreak. Nein, 66% Winrate. Es läuft okay. Ja, wir... also... wie war das? Hilford. Den hier muss ich lernen, weil normalerweise packt man... hier sein Metalllager hin. Zieht so eine Strebe rein. Zieht die dann runter. Zieht die hoch. Zieht die hoch. Das ist halt stabilitätstechnisch awesome as fuck. So, und dann kann man auch die hier ordentlich wegnehmen. So, die Strebe. Ich muss auch die Hotkeys alle lernen, natürlich. So. Und kann hier seine Mine platzieren. Und alles ist fein. So, guck mal, wie viel Shit wir hier haben. Ja, und wenn man will, kann man sogar noch höher gehen. Ja, und dann, was weiß ich. Ja, also hier sind diverse Sachen möglich. So, bei dem Kern... hallo, hörst du mal auf. Da bin ich mir noch gar nicht so sicher. Da weiß ich noch gar nicht... wie ich da groß reinziehen möchte, eine Strebe. Ich meine, so ist wahrscheinlich besser als gar nichts. Aber ja. Und dann war es das auch. Nur mal so, was ich versucht hatte eigentlich am Anfang. Das muss ich ab und zu, das muss ich wahrscheinlich einfach vor einem Game einfach mal ausprobieren. Hilford ist eine geile App, die finde ich nett. Hau da rein. Bye bye.